Pride 2.0 – Die Denkfabrik. Eine Veranstaltung des Kölner Lesben- und Schwulentages am 28. Juni 2014 im Museum für angewandte Kunst. Wir bitten, die teilweise schlechte Tonqualität zu entschuldigen, da leider die Technik nicht ganz so mitgespielt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Es folgt ein Impulsbeitrag von Jan Feddersen, Taz. Ich bin ein bisschen aufgeregt, wie sich das gehört. Das ist Lampenfieber. Ansonsten war es mir eine große Ehre, von euch eingeladen zu werden. Ich hatte, bis ich denn hier in diesem Saal ankam, ganz vergessen, wie Köln ist. Köln ist definitiv, was schwul-lesbische Geschichten oder quer, trans, Sterne, drei Unterstriche, viel besser als das, was ich aus Berlin kenne. In Berlin ist man erstmal in einem grundsätzlichen Sinne grundbeleidigt hier und in Köln mein Eindruck vielleicht nur erstmal grundsätzlich zugewandt. Dennoch möchte ich einen politischen Bekannten von mir zitieren, das ist Franz Walter, der ist Politikwissenschaftler in Köln, der sagte, ihn langweilt nicht so sehr wie den bundesdeutschen Comment, und zwar von der Chiffre des Kultur des Dialogs, das sei viel zu sehr Kirchentag, er bevorzuge mir die Kultur des Streits und ich kann mich diesem Satz nur anschließen. Ich mag lieber die Differenz in dem, was wir ohnehin ganz bestimmt gemeinsam haben. So, erstens, hier komme ich jetzt zu meinen Utopien. Ich glaube, dass der Feminismus, das ist ja inzwischen eine gemütlich einverständnisheischende Vokabel, eine Komplizinnen-Vokabel, und zwar für das Bündnis mit Heteras ist. Ich glaube, dass keine Differenz in dieser Welt tiefer geht, und zwar auch als Ausgrenzung, als Terror, als Tyrannei von Uganda und Russland heute bis zum Rosa Winkel vor 70 Jahren, dass keine Differenz tiefer geht und entscheidender ist und politikfähiger und mobilisierungsfähiger von unserer Seite ist, als das, was ich das Nicht-Heterosexuelle nennen will. Und das ist nicht quer, das ist viel zu beschönigen, sondern das ist einfach die Verweigerung dessen, was die heterosexuelle Machtform bedeutet. Und das bedeutet zugleich, dass wir uns verabschieden müssen von irgendwelchen Bündnissen mit Frauen, mit diesem und mit jenem. Uns geht es in erster Linie nicht um die Systemfrage, sondern uns geht es um die Performativitätsfrage. Jetzt hatte ich mich schon meine Butler-Vokabel auswendig zu lernen. Das ist auch schief. Aber das heißt, es geht um Freiheit, das geht für uns nicht um Gerechtigkeitsfragen, das geht für uns nicht um Fragen des Gewerkschaftlichen, des Politischen, sonst wie, sondern es geht, dass wir so sein können, wie wir sind, und zwar wie wir selber beanspruchen und herausarbeiten, was in uns stecken könnte und auch als Gemeinsame. Das heißt, an die Adresse der Lesben, dass ich komme aus einer großen Familie und habe, das darf ich privat sagen, eine relativ verzickte kleine Schwester, weil man sagt, also von 5 Kindern, sie sei eigentlich der einzige Kerl, man könnte auch vornehm sagen, die einzig phallische Person in der Familie. Damit will ich sagen, Lesben, die nicht hier sind, verraten faktisch das Bündnis, das wir unbedingt haben müssen. Und ich finde dieses Betteln und Buhlen um Lesben, dass sie jetzt endlich kommen, dass man sie jetzt auch haben muss, müssen Lesben auf ihre Art beantworten, und zwar umweglos in dieses Bündnis hinein. Sie müssen sich selber zur Stimme machen, sie müssen kämpfen, sie müssen im Übrigen auch genau die gleiche arschige Gremien und sonst wie Arbeit machen wie Schwule auch. Das heißt, da können sie sich nicht damenhaft rausreden, sondern da müssen sie knechten, so wie wir das auch machen. Und ich darf das sagen, denn das mache ich seit beinahe 35 Jahren. Ich will zu dir sagen, ich bin nie agitationsfähig gewesen. Ich habe 77 mein Coming-out gehabt. Ich war beim ersten CSD in Westdeutschland dabei, das war in Bremen. Ich habe den ersten von der ersten Sekunde an mitorganisiert und auch das war ein Bündnis. Da ging das tatsächlich noch so weit in Zeit um Systemfragen. Aber wenn man damals mich um eine Utopie hätte fragen sollen, hätte ich gesagt, ach, so eine Veranstaltung wie heute. Also dass man eigentlich auch schon die Analytikerin Ilka Quindow hat das genannt, dass man vor einem Hintergrund reden kann, dass die Geschlechterfragen, wenn man sie sich jetzt als Polkappen vorstellt, dass diese Polkappen wenigstens begonnen haben zu trauen. Das ist inzwischen passiert, aber wir müssen uns fragen, was denn jetzt wirklich die Sache ist, was unsere Utopie sein könnte. Ich bin auf jeden Fall, das wäre jetzt eine naheliegende Utopie, weil ich eben auch aus der linksalternativen Bewegung komme,
dass wir uns um irgendwelche Tunden oder Quer- oder System- oder sonst wie Fragen nicht mehr scheren, sondern dass wir einander respektieren und sagen, jeder so, wie er kann. Jemand, der bei der Allianzversicherung arbeitet, hat quasi ein anderes schwules, lesbisches oder sonst wie Problem als jemand, der jetzt in einem queren Projekt, sei es als Angestellter des LSVD oder sonst wie arbeitet. Das heißt, jeder so, wie er freischärlerisch kann. Und das heißt, so diese üblichen Fragen, bist du nicht auf meiner Seite, dieses ganze Zwistighafte in der Bewegung, halte ich inzwischen, zumal in meinem Alter, für öde. Und ich möchte darauf hinaus, dass wir uns unsere Erfolge erinnern. Und damit komme ich jetzt zu einem Bild, was, es würde mich sehr überraschen, wenn es hier jetzt nicht ankäme. Wir haben hier gerade mal Fußball und ich finde, das gilt übrigens auch für Lesben und jede Trans und jede Int. Das heißt, wir müssen das so ein bisschen klassisch souveräner konnotieren. Das heißt, in einem grundsätzlichen Sinne haben wir eigentlich in der Bundesrepublik 1969 0 zu, sagen wir mal, 175 hinten gelegen. Wir hatten keine Chance und wir begannen sie in irgendeiner Form zu nutzen. Und was wir jetzt haben, ist zumindest im mitteleuropäischen Maßstab bereits ein knappes Unentschieden. Und was wir im Weltmaßstab haben, ist noch viel zu tun. Und auch da wiederum, das kann ich jetzt leider der Mitkombatantin Alba nicht sagen, also das, was sie da, das atmete, was sie sagte, atmete für mich tiefste deutsche Provinz. Also das war so eine wirklich romantische Geistigkeit. Da kann ich nur sagen, das üben wir nochmal im Pro-Seminar, aber weiter reicht es dann eben auch nicht, weil es jetzt hier um nötige Kämpfe geht und die Kämpfe heißen wie Russland oder Uganda oder sei es bereits, dass wir unsere Schwestern und Brüder in Polen unterstützen, also damit jetzt nicht bei einem nächsten Wahlsieg der Kaczynskis erst da wieder zu einem Rollback kommt. Im Übrigen hatte natürlich die Mitschwester Beck recht. Also es gibt viele Fußnoten zu erledigen, konkrete Politiken und so weiter, aber das ist immer noch nicht alles utopisch. Worauf ich hinaus will, ist eine Haltungsfrage. Die Haltungsfrage ist auf jeden Fall für mich so, oder ein utopisches könnte sein, dass man eine gewisse innere Haltung des Jammerns, des Opferismus verlässt. Sondern dass man einfach sagt, darf ich das einfach für die Frauen auch mal sagen, weil ich das wirklich auch quasi als eine innere Frage, nicht als eine biologische Frage jetzt gleich zitieren will, wir sollten alle mal mehr Eier in der Hose haben. Also das meine ich jetzt wirklich quasi ganz und gar bisexuell freudianisch innerlich. Damit will ich hinaus, wir müssen aus einer souveränen, wir müssen aus einer siegen wollenden Haltung heraus operieren. Wir müssen aus einer Haltung heraus sagen, und jetzt komme ich zu meiner Utopie, die zumindest mittelfristig ist, ich freue mich über jeden Homophoben wie Matusek und wie sie alle heißen. Volker kennt ihn ja auch gut aus vielen Sendungen, ich kenne ihn nur aus zwei Sendungen, Geist, ich habe ihn immer gemocht. Der ist so unverblümt, das hat die Unverschämtheit des Ressentiments, ohne sich jetzt groß darauf zu versteifen, das auch noch verbrennen zu wollen. Ich finde, da sollten wir keine Angst haben, denn Fakt ist, wir haben diese Homophoben eigentlich erst hervorgebracht. Bevor wir da waren, konnte es sie gar nicht geben, denn die heterosexuelle Macht stand im Grunde genommen so monolithisch da, wie der schiefe Turm von Pisa niemals stehen wird. Das ist durch uns in Frage gestellt worden. Und dieses Infragestellen müssen wir natürlich beantworten, nicht indem wir nicht biologisch verstehen, sondern nicht, also quasi nur im Sinne des klassischen Sprachbilds, nicht, dass wir jetzt hier mädchenhaft anfangen zu wimmern, sondern dass wir einfach sagen, du willst Streit, du kannst ihn haben, mach das weg. Matusek lebt ja in seinem System. Das gilt übrigens in einem weltpolitisch viel brisanteren Ausmaß, natürlich auch für jemanden wie Putin. Die leben in Verhältnissen, dass sie glauben, wenn sie was sagen, dass das sofort allfälligen Beifall findet. Tut es nicht. Durch uns nicht und durch viele Mitkämpfer und Kämpferinnen auch nicht. Ich würde zum Beispiel sagen, ich habe damit natürlich als auch in meiner eigenen Publizistik zu tun, in Sonderheit für die Taz. Auch in der Taz beginnt man inzwischen zu begreifen, dass so etwas wie der Eurovision Song Contest, Johannes Kram kennt mein Argument, selbstverständlich auch witzig ist. Aber es ist vor allen Dingen und war es immer ein europäisches Projekt und das war ein pro-europäisches Projekt und das kann man auch begründen. Ich will darauf hinaus, Conchita Wurst war ein wichtiger Etappensieg für uns, ein Voretappensieg, weil das hier ja gerne übersehen wurde, war vor 6 Jahren der Sieg von Maria Scherifowitsch, das war nämlich das Ganze auf lesbisch,
sie trat nur für Serbien an und fiel hier so ein bisschen durchs Rost durch. Aber das heißt, der Eurovision Song Contest ist auch unsere Veranstaltung, die wir in die weite Welt der Querfreundlichen hinein populär gemacht haben. Das ist unser politisches Stimmungskapital. Wir müssen das nutzen. Darauf will ich hinaus, wir brauchen natürlich Mitkämpfer. Das ist auch eine Utopie. Es geht nicht mehr darum, dass wir sagen, oh, da findet das in Baden-Württemberg statt und jetzt müssen aber die Baden-Württemberger unbedingt dafür tun, dass dieses, zumal bei einem grünen Ministerpräsidenten, dass jetzt diese Lehrpläne besser werden. Das ist einfach zu kurz gesprungen. Was wir brauchen, ist eine Stimmung, die dafür sorgt, dass diese ganzen Sorgen und Ängste überhaupt erörtert werden können. Soll doch jemand sagen, Mann, ich habe so Angst davor, dass mein Kind schwul oder lesbisch wird. Das ist mir viel lieber als irgendwie eine durchsozialpädagogisierte Mutti oder Vati, die sagt, ach nö, das finde ich aber jetzt schon mal immer prima. Also die stimmt, alles eine Lüge. Man weiß, eine solche Aussage ist durch 7 spirituelle ABM-Grünen-Projekte gegangen. Und das heißt, das ist dann quasi die Sprache des Verständnisses und der Opfer und darauf lege ich keinen Wert. Das ist so, wie Holger Apfel da sagt, ich habe mich jetzt selber gerehrt, ich mache jetzt Schnitzel auf Mallorca und ich brauche diese Aussteigerprogramme nicht. Wir müssen souveräner und pädagogischer kämpfen, wir müssen rotziger sein. Letzter Punkt. Das bedeutet natürlich auch, dass wir uns auf Gegenwind einstellen müssen. Aber wer sind wir denn? Ich kann das aus meiner Position sagen. Ich habe für mich biografisch, was mein Leben offenbar als Schicksal bereithielt, so gut wie alles erreicht. Also wir haben als Initiative Queer Nations die Bundesstiftung mit ermöglicht. Wir haben mit dafür gesorgt, dass auch andere Claims wie 1000 andere Initiativen und ich fühle mich jeder Initiative von morgens bis abends neu verbunden. Ich bin inzwischen mit Putin im Rücken, ich habe mein ganzes CSD-Blickkonzept überprüft. Da hat mich am vorigen Wochenende eine Minute noch die RBB-Reporterin gefragt, was denn das mit dem politischen CSD sei und warum ich denn da nicht sei und warum ich denn beim normalen CSD in Berlin sei, wo ja alles nur Party sei. Und dann musste ich mich zügeln, weil ich dachte, ich kann doch jetzt hier nicht ins Mikro wirklich einen cholerischen Anfall kriegen. Und wenn wer das schon mal bei mir erlebt hat, weiß, das ist keine Karnevalsveranstaltung. Und dann sagte ich mit gebremstem Schaum, das ist genau das, was Putin hasst. Putin hasst nicht irgendwie eine queere Demo gegen das System. Putin hasst und all diese hasst diese Dekadenz und deswegen bin ich ein Freund der Dekadenz. Wir müssen Dekadenz loben, denn wir sind ein Teil dieser Dekadenz und Dekadenz ist eine Kampfvokabel der Heteronormativität gegen uns. Wir müssen das annehmen und ich habe jetzt der allerletzte Punkt. Eine Utopie ist, dass wir alle dazu kommen zu wertschätzen, dass auf einem sogenannten unpolitischen CSD eine Fünfergruppe mitläuft, schwule und lesbische Gärtnerinnen aus Klado. Klado kennt ihr nicht, das ist Middle of Nowhere in Berlin. Und ich stelle mir vor, die haben sich zusammengetan, haben dauernd rumgekrischen, vorher bei YouTube ein bisschen recherchiert, dann haben sie ihre grünen Gärtner- und Gärtnerinnen-Titel aufgezogen und hatten ihren großen Spaß und dann waren sie vermutlich auch am Ende des Tages besoffen. Was ich denn auch zu dem RBB-Menschen noch gesagt habe, ist, und wo steht denn geschrieben, dass eine politisch TÜV anerkannte Deutsch-Demo eigentlich immer nur vor irgendwelchen Politikern oder Mitpolitikern aufkreuzen muss? Wo steht eigentlich geschrieben, dass es nicht Karneval sein darf, dass man da nicht saufen darf, sondern es ist ein mächtiges Zeichen und seit 1980, als ich das erste Mal in Hamburg das mitverantwortet habe, ist es ein Zeichen, es reicht für das Politische vollkommen aus, dass wir da sind und dass wir uns zeigen und zwar so schrill das in den Augen der anderen auch immer sein mag und das wird mir bis zum letzten Tag meines Lebens, das ist meine persönliche Utopie, eine Freude sein. Danke. Thank you.